Thailand oder der alte Name Siam ist das Land des Lächelns. Lakon Chatri ist die älteste Form des thailändischen Tanzdramas. Bis 1861 durften nur Männer die Tänze aufführen. Seitdem aber sind die anmutigen Tänzerinnen in ihren goldenen, opulenten Kostümen ein Synonym für den thailändischen Tanz geworden. Prozent der Thailänder bekennen sich zum Buddhismus. Alleine in Bangkok gibt es über 400 Tempel. Das Land ist eine konstitutionelle Monarchie. König Bhumibol war von 1946 bis zu seinem Tod im Jahr 2016 Staatsoberhaupt. Seit 1. Dezember 2016 ist sein Sohn Maha thailändischer König. Die Hauptstadt des Landes ist Bangkok. Circa 16 Millionen Menschen, einschließlich der Außenbezirke, wohnen hier. Das Tuk-Tuk ist immer noch das populärste Transportmittel. Der Pak Klong Blumenmarkt und der Gemüsemarkt stehen auf unserem Morgenprogramm. Bangkok, Oriental Sitting in the City, don't know what the city is getting. The creme de la creme of the chess world in a show with everything but Yul Brynner. Bangkok ist ein Shoppingparadies. Auf den klassischen asiatischen Straßenmärkten, hier der Bangkok Old Market, findet man alles, was der Mensch braucht oder auch nicht. Allein das Essen ist eine Reise nach Thailand wert. Das Motto von Steve's Café, we don't speak English well, but we can cook. Der Fluss Nam Chao Phraya fließt durch Bangkok. Wir setzen mit einer der vielen Fähren auf die andere Seite über. Get tired, you're talking to a tourist whose every move's among the purest. I get my kids above the waistline, sunshine. Das 2018 fertiggestellte Icon Siam zählt mit seinen 8 Etagen, 500 Geschäften und 100 Restaurants zu einer der größten Shopping Malls in Asien. Vom Millennium Hilton mit seinen 2 Türmen hat man einen traumhaften Blick über die Stadt. Wir machen uns auf den Weg zu Ma Bon Krong, kurz MBK Mall. Thank God I'm only watching the game, controlling it. I don't see you guys rating the kind of mate I'm contemplating. I'd let you watch, I would invite you, but the queens we use would not excite you. Designermarken von Chanel bis Zara. Hier findet man alles, natürlich nur auf dem Etikett. Aber auch hier wurden meine Vorstellungen nicht erfüllt. Slide into me. One night in Bangkok makes the heart melt.
Der letzte Abend in Bangkok klingt mit einem Feuerwerk über dem Fluss aus. Chinese Lanterns mit 1000 Wünschen werden in den Himmel geschickt. Wir befinden uns im Anflug auf Phuket, von wo aus wir mit einem Boot nach Koh Raja fahren. Koh Raja Yai, eine kleine Insel in der Andamanensee, liegt ca. 20 Kilometer vor dem Festland. Als ein Paradies für Schnorchler und Taucher ist es zu einem Haupttagesziel für Touristen aus Phuket geworden. Die Corona-Krise hat die Insel etwas aufatmen lassen, aber es ist zu befürchten, dass nach der Öffnung Thailands der Massentourismus zurückkehrt. Wir genießen noch die Ruhe, wandern über die ganze Insel und schnorcheln im kristallklaren Wasser. Wir sind an Bord der Smiling Seahorse. Die nächsten 8 Tage werden wir im Surin-Nationalpark und den Similan Islands in der Andamanensee kreuzen. Der von Jacques Cousteau entdeckte Richelieu Rock zählt nicht umsonst zu den besten Tauchplätzen der Welt. Der Rock gehört zum Surin-Nationalpark und ist ein Tauchplatz mitten im offenen Ozean. Die unglaubliche Unterwasserwelt lässt Taucherherzen höher schlagen.
Riesenschwärme von Jungfischen machen es manchmal schwer, den Richelieu Rock vor lauter Fischen zu erkennen. Vor der Corona-Krise kamen bis zu 20 Tauchschiffe zum Richelieu Rock. Heute sind wir mit zwei Gruppen von 4 Tauchern ganz alleine. Schulen von Barracudas, Snappern, Jackfischen, Makrelen und Doraden ziehen ihre Bahnen. Die Korallenlandschaften der Similan Islands sind beeindruckend. Über 60.000 Quadratkilometer der Landfläche und mehr als 6.000 Quadratkilometer Meeresfläche und Inseln Thailands sind als Nationalpark oder Meerespark ausgewiesen. Fast alle Fischarten des Indopazifiks sind in der Andamanensee vertreten. Leider haben sich Großfische auch hier sehr zurückgezogen. Schuld ist, wie überall, die Überfischung. Stop.
Der Riesendrückerfisch kann mit seinen Zähnen Korallen, Seesterne, Seeigel, Schnecken und Muscheln mühelos knacken und dann verspeisen. Auch das ist ein Fisch aus der Familie der Drückerfische, ein Sternendrückerfisch. Die Steinfische tragen ihren Namen zurecht. Erst bei genauem Hingucken kann man sie erkennen. Das ist nicht ganz ungefährlich. Das Gift kann tödlich sein und befindet sich in den Hartstrahlen der Rückenflosse. Ein einsamer Adlerrochen zieht seine Bahnen. In 25 Metern Tiefe liegt das Wrack eines Thunfischfängers. Wir machen einen sogenannten Blackwater-Tauchgang. Mitten im Ozean, 200 Meter Wassertiefe und nichts außer Dunkelheit. Es ist wie Schweben im All. Extraterrestrische Wesen fliegen vorbei. Unsere Lampen an der Referenzleine sehen aus wie ein fernes Raumschiff.
8 Tage sind vorüber. Ein Feuerwerk. Letzte Eindrücke. Und wir laufen in einen Hafen Phukets ein.